So Leute, jetzt haben wir ein bisschen ein größeres Setup an Sleeves. Wir haben Ultimate Guard Perscythe Fit Sleeves, Supreme UX Sleeves, das sind diese günstigeren Hüllen von denen, Katana Hüllen und Supreme Third Skin Sleeves. Also hier wieder eine Triple Sleeve Option, die machen wir ganz am Ende. Ich weiß, es ist ein bisschen unfair, dass hier jetzt zwei Hüllen zum Einsatz kommen, aber ich habe von den anderen Marken halt nur diese einer Sleeves gesehen, beziehungsweise bekommen, beziehungsweise von Drankshield gibt es halt keine günstigen Versionen. Wir fangen wie immer an bei den Inner Sleeves. Bei den Inner Sleeves von Ultimate Guard habe ich bisher immer ein Problem festgestellt. Das gefällt mir gar nicht. Ich muss mal gerade gucken. Ja, man sieht es immer noch. Es ist immer noch das Problem. Ultimate Guard kriegt es nicht hin, dass die Sleeves alle gleich groß sind. Das hier ist zum Beispiel eine ziemlich lange Sleeve, die fühlt man raus. Das hier ist eine ziemlich enge Sleeve. Also es ist, also bei den Inner Sleeves müssen sie sich echt noch was überlegen. Mal gucken, kriege ich die hier überhaupt rein? Manchmal. Man sieht, wie die am Stretchen ist, oder? Sieht man das? No, nicht. Ich will meine Karte. Nee. Noch nicht mal abziehen lässt, das ist richtig. Ne. Hier dürfte das jetzt allerdings. Ja, hier geht es dann wieder super einfach. Also, die sind unterschiedlich groß immer noch. Sollte jemand von Ultimate Guard zugucken, bitte, bitte, bitte. Mach das besser. Mach das besser. Mach die einheitlicher. Ihr habt noch eine andere Inner Sleeve Sache. Die werde ich hinten dran mal ganz kurz schneiden. Ja, das ist sehr klar. Fühlt sich auch sehr gut an. Spannend. Immer noch minimal, ist aber okay. Soll ja auch beschützen. Probieren wir jetzt erstmal die Supreme Hüllen. Supreme sind halt, ja, die nächste Supreme Hüllen von Ultimate Guard. 80 Stück drin. Wie viele sind eigentlich in der Inner Sleeves drin? Auch 100? 100. Wahrscheinlich ein bisschen mehr. Natürlich hier eine wunderschöne Farbe. Boah, die fühlen sich billig an. Ja, lässt sich super gut sleeven, haben oben keinen Platz, haben unten keinen Platz. Mal gucken, ob ich das einfangen kann. Aber die fühlen sich super billig an. Boah, ich will die jetzt schon zerreißen, weil ich sie in der Hand habe. Es sind ja auch Billighüllen. Also es sind die billigen Hüllen von Ultimate Guard. Und bisher haben sich ganz, ganz wenige Leute, die die benutzen, darüber beschwert. Sollen ja auch wirklich nur für Drafts oder Einweg-Sleeves oder sowas sein. Dann gucken wir uns mal die neuen, also neue auch schon nicht mehr, uns mal die Hausmarke richtig an. Zu denen hatte ich auch ein eigenes Video gemacht, genau wie bei den Drank Shields. Und deshalb dürftet ihr schon wissen, was ich von denen halte. Ich bin tatsächlich ein sehr großer Katana-Fan. Na, hallo? Ich benutze Katanas mittlerweile regelmäßig, auch seitdem ich sie anständig testen konnte, auf Turnieren. Und deswegen wird Hitters auch weiterhin dann ein Turnierpack sein. Spoiler. Problem bei den Katana-Sleeves ist, dass sie sehr schnell sehr dreckig werden. Und ansonsten sind sie, finde ich, sogar den Drank Shields leicht drüber. Nur halt, dass sie halt kein Muster hinten drauf war. Damit hat Drank Shield halt jetzt in letzter Zeit hart gepunktet. Double-Sleeven dürfte so gut wie kein Problem darstellen. Nope. Die sind oben her etwas kürzer als normale Dragon Shield Hüllen und liegen unten noch tiefer drin. Also sie sind ein bisschen kürzer. Das musste ich leider feststellen, als ich mit den anderen Inner Sleeves gespielt habe. Sekunde, ich hexe die mal ganz kurz hierher. Ich habe davon leider keine neue Hülle mehr. Also keinen neuen Packen mehr. Keinen kompletten Packen. Man findet sie auch so gut wie nirgends. Das sind Ultimate Guard Bodyfies. Sie haben einen schwarzen Rand drin, wodurch eben Karten mit einem weißen Rand oder einem sehr hässlichen Rand einfach einen neuen Rand kriegen können. Also passend tun die meistens ziemlich gut. Auch vom Rand her passt die Karte sehr, sehr gut. Ihr seht, der Rand ist doch sehr krass, sehr dunkel, sehr schwarz. Sieht aber, wenn man das ganze Deck darin eingefüllt hat, sehr geil aus. Und ich muss sagen, am Anfang gab es die Gerüchte, dass es diese Bodyfy-Hüllen auch in Weiß, Gold, Silber geben soll. Und ich hätte das so hart gefeiert, wenn es die in Weißrandig gegeben hätte auch noch. Nicht nur schwarzrandig, sondern auch weißrandig. Leider kriege ich seitdem keine Informationen mehr zu den Teilen. Und ich habe so langsam auch das Gefühl, dass die auch eingestellt wurden. Ansonsten, die in Weiß, das wäre so ein Traum von mir. Es muss nicht pink sein, es muss nicht gold sein, es muss nicht silber sein. Aber schwarz und weiß würde mir schon reichen. Auch einfach nur, um alle Länder in weißen und die in schwarzen Hüllen zu machen. Cyborg-Karte in weißen und die in schwarzen oder andersrum. Der Nachteil, den man dadurch kreiert, wenn man dann diese Katana-Sleeves benutzt, ist, wenn man jetzt guckt, ihr seht den schwarzen Rand. Gerade wenn ihr euer Deck dann so hinlegt und von praktisch aufgefächert reinguckt, also so reinguckt, seht ihr hin und wieder mal schwarze Ränder. Das ist für Turnierdecks ein Problem. Und ich vermute, das ist auch einer der Gründe, warum es diese Bodyfies nicht mehr wirklich gibt. Heißt, wenn ihr einmal so eine Bodyfy-Sleeve in eurem Deck habt, müsst ihr die alle damit ausstatten. Nicht nur ein oder zwei Karten, weil ihr den weißen Rand in schwarz haben wollt. Oder andersrum. Das ist ein bisschen schade. Das liegt halt daran, dass die Katanas obenher nicht ganz so viel Platz haben. Ich kann sie eigentlich auch gerade mal drin lassen.
Ist natürlich richtig viel von Ultimate Guard. Wow. Bodyfies, Inner Sleeves, Supreme und Katanas. Und dann gucken wir uns mal diese 50 Hüllen zum Schutz von Sammelkarten der Standardgröße. Eine dritte Haut für Double-Sleeved-Karten. Warum nur für Double-Sleeved? Egal. Hier steht es auch extra drauf, eine der Gründe, warum ich es gemacht habe. Design für Ultimate Guard Sleeves, Kartenhüllen anderer Hersteller, die das Fassungsvermögen und oder die Komplettität können die das Fassungsvermögen oder beeinträchtigen. Das ist der Grund, warum ich diese Serie angefangen habe. Die sind glatt. Mein Gott, die sind richtig gut. Haben nicht so viel Spielraum. Sehen auch richtig, richtig schön aus. Die kann man auch richtig gut benutzen. Die sind richtig gut. Also die gefallen mir sehr, sehr, sehr gut. Also als Triple Sleeve sozusagen. Fangen wir mal an, die Dinger auseinanderzunehmen. Nehmen wir hier so eine Triple. Die war... Oh mein Gott. Was ist das denn? Ich nehme hier drei Finger, die ich sonst nicht nehme. Nee, nee, nee. Das ist okay. Dritte Skin ist stabil. So, dann nehmen wir eine Katana Sleeve. Ähnliches Resultat. Oh. Auch die nicht zu brechen. Das ist anstrengend. Anstrengender, als ihr vielleicht euch vorstellt. Nehmt mal so ein Teil und versucht das mal. Ja, dann nehmen wir eine Supreme Hülle. Ich erwarte da nicht viel Widerstand. Ich muss einiges doch noch an Kraft auswenden. Man sieht ja hier so ein bisschen, wie viel ich ausgedrückt habe. Ich musste doch noch ein bisschen mehr Kraft aufwenden, als ich gedacht habe. Bei den Bodyfies werde ich es nicht tun. Ich habe einfach zu wenige davon. Wenn ich noch mal irgendwo welche finde, kann ich das nachliefern. Aber wenn ihr das unbedingt wollt, aber die werde ich nicht zerstören. Ich habe zu wenige davon. Ich habe viel zu wenige davon. Wir nehmen dann einfach mal eine normale, als Referenz, eine normale Ultimate Guard in das Lead. Und ja... Bin von euren Inner Sleeves enttäuscht. Die Größenunterschiede und die Qualität ist voll zu dem Setup, wenn ihr alles von einem Setup haben wolltet. Ich muss mal gucken, es gibt noch weitere Hersteller, wo ich noch an Setups komme. Ich habe jetzt aktuell jetzt noch keinen Star, aber vielleicht wird die Serie ja später irgendwann weitergeführt. Es gibt ja noch etliche Hersteller, die etliche Setups mit Inner Sleeves, Outer Sleeves, Third Skin Sleeves, also Triple Sleeves anbieten. Und deshalb würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Oblixed. Ciao, ciao.